so we can break about the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know. Jo Leute, Magstar hier und heute geht's natürlich weiter in der Crew 2. Es sind keine Rally Raid Aktivitäten gekommen, denn wir haben natürlich noch ein Jet Sprint Rennen und dann haben wir hier oben noch das Live Extreme Series Holiday Special. Ja, ich würde sagen, wir werden hier mal mit dem Jet Sprint Rennen gegen den Strom beginnen. Dann würde ich doch mal sagen, los geht's. So, dann bin ich mal richtig gespannt, Leute. Das wird ein richtig gutes Rennen, aber auch ein schwieriges. Ich weiß nicht, wovon du redest. Enge Passagen, unter Piers durchfahren. Sprünge, Wellen. Rennboote, die durch einen Hafen in vollem Betrieb fahren. Sowas hat es noch nie gegeben. Die Fahrer werden irre Spaß haben und alle werden ausrasten. Das sagst du nur so lange, bis einer von einem Tanker platt gemacht wird. Das passiert nicht. Wir haben Vorfahrt. Sag das den Gesetzen der Physik. Okay, alles klar. Ja, klingt doch schon ziemlich cool, Leute. Ich würde sagen, los geht's. Aber jetzt wird es, glaube ich, wirklich ernst, Leute. Ja, jetzt wird es, glaube ich, wirklich ernst. Gewinne das Rennen, Leute. Also gut, gewinnen müssen wir ja immer. Aber es kann sein, Leute, dass wir gar nicht auf die Top 3 müssen. Denn ich glaube, wir müssen jetzt wirklich erster Platz werden, Leute. Also das heißt nicht, wir dürfen nicht Zweiter oder Dritter sein. Wir müssen genau den ersten Platz erreichen, Leute. Sonst haben wir schon verloren. Alles klar. Gut. Ja, dann würde ich doch mal sagen, gebe ich alles natürlich, was drin liegt. Wichtig ist jetzt natürlich, keine Fehler zu machen. Ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Also ihr seht, es ist ziemlich eng. Aber ich denke, das überstehen wir, ne? Okay, das überstehen wir wohl, Leute. Okay, alles klar. Das ist ein Tanker, kein Spielzeug. Ja, ich weiß schon. Alles klar für mich. Ja, Sophia holt mich wieder ein. Kann sie gerne machen, aber ich werde schauen, dass ich sie auch gleich einholen kann wieder. Ey, danke schön, wirklich. Ey, das ist wirklich schwieriger, als man denkt, Leute. Jetzt kann es wirklich schwierig werden. Vor allem, weil es so eng ist. Also eng ist also die Qual. Ziemlich eng, also pass auf. Jetzt wird's erst lustig. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Ciao. Oh. Ich habe Sophia versenkt. Alles klar, aber aufpassen, Leute, die kann dann wieder aufholen. Es nützt ja nichts, auch wenn jemand anders erster ist. Ich muss erster werden. Das ist ja das Problem, Leute. Ich glaube, in diesem Rennen muss ich jetzt wirklich erster werden. Wenn ich nicht den ersten Platz erreiche, habe ich verloren. Okay, das heißt, alles geben, Leute. Alles geben, was drin liegt. Ich sehe nicht hin. Okay, ich sehe hin. Ich sehe nicht hin. Okay, ich sehe hin. Alles klar, Digga. Okay. Nein. Diesmal mache ich das nicht so leicht. Diesmal benütze ich jetzt nicht die Rampe. Dafür bleibe ich immer auf Gas, Leute. Ich mache jetzt das Ganze mal so. Auf Nitro. Kann man ja machen, ne? Ja, genau. Oh mein Gott, war das knapp. Holy moly, ey. Ich bin jetzt richtig konzentriert, Leute. Vor allem, die Strecke ist ziemlich eng. Und von daher muss ich einfach ziemlich vorsichtig sein, wie ich da fahre, Leute. Muss ich zwar immer auch bei den Street Race, aber glaubt mir, Street Race ist noch heilig. Als wenn ihr dann andere Rennen fahren müsst und andere Aufgaben lösen müsst. Nur das kann ich euch sagen, Leute. Oh ja, wir haben's. Oh mein Gott, Leute, wir haben gewonnen. So,
Erster Platz erreicht, Leute, das war doch super. Aber es war natürlich nicht einfach, muss ich sagen. So, was haben wir dann als nächstes? Bin ich jetzt mal gespannt, okay. Also, ich hoffe, du gehst gerne Risiken ein. Unsere Jungs brauchen den Kick wie andere Sauerstoff. Die drehen hier draußen voll auf. Wir reden hier von reinen, ungeschliffenen Adrenalin-Junkies. Klar sind wir das. Warum etwas tun, was schon jemand gemacht hat? So sicher, so öde, so... Gehen. Nein, danke. Ich gehe lieber ans Limit. Es ist so viel cooler, wenn man es schafft. Okay. Wir haben bisher überlebt, ohne uns untreu zu werden. Und das soll auch so bleiben. Wir wollen uns nicht unterordnen. Wir wollen der Welt etwas zeigen. Etwas Schönes. Und vielleicht ein paar Explosionen. Explosionen? Echt? Betrachtet ruhig das ganze Land als euren Spielplatz. Okay. Das tun wir. Und das werden wir. Siehst du? Ich sagte doch, das ist das Risiko wert. Man fühlt sich nie lebendiger als am Abgrund. Okay, gut. So, dann will ich doch sagen, tune ich gleich mal dieses ganze Jetsprint. So, können wir hier einmal den Motorblock und dann hier das Gaspedal. So, okay, Leute. Ja, dann würde ich sagen, werden wir noch in dieser Folge natürlich das Live Extreme Series Holiday Special, würde ich doch mal sagen, werden wir gleich mal beginnen. Jetzt darf es mal richtig spannend werden, Leute. So, das Fahrzeug wird automatisch gewechselt. Genau, jetzt haben wir dieses Rally-Raid-Fahrzeug. Jetzt darf es mal wirklich richtig spannend werden. Und mit dem Boot geht es dann auch los, Leute. Kein Wunder. Weihnachtsgrüße und willkommen zum Falalalala Live Extreme Series Holiday Special. Weihnachten. Eure Zimmer, schmückt eure Bäume und macht euch bereit. Alles klar. Wirbelwind der Rennwelt, präsentiert von Live. Live, der Kameramanufaktur mit den besten Geschenken. Okay, also Weihnachten kommt, ist noch nicht, also alles noch viel zu früh. Alles klar, Digga. Live Extreme Series, Alter. Es ist noch nicht einmal Weihnachten, aber Kopf hoch, das ist The Crew 2, Leute. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, los geht's. Oh mein Gott. In der Startlinie herrscht eitel Sonnenschein, aber sobald unsere Fahrer die Wolkendecke durchdringen, erwartet sie einen Wintersturm. Ist es nur ein kleines Schneegestöber oder ein ausgewachsener Blizzard? So oder so, es wird ein toller Weihnachtsleckerbissen. Alter, das geht ja richtig ab, Leute. Also Live Extreme Series Holiday Special geht einfach richtig ab. Und das sogar noch bei Weihnachten. Jetzt sind wir richtig im Schnee, Leute. Jetzt darf es mal wieder richtig im Schnee losgehen. Okay. Es ist nicht leicht, im schneebedeckten Gelände Konturen zu erkennen. Alle Fahrer sehen nichts als weiß. Das macht das Rasen durch den Schnee schwerer, als es aussieht. Ja, das stimmt. Okay. Alles klar, aber für mich nicht, Leute, denn... Es ist an der Zeit, das nächste Fahrzeug zu enthüllen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Oh, geil, ey. Oh mein Gott, jetzt wird's geil, ey. Oh mein Gott. Alter. Jetzt kann ich noch driften, ey. Alter, ist ja richtig geil. Jetzt geht's mit dem Street Race Fahrzeug noch ab. Alter, richtig nice. Oh, jetzt habt ihr keine Chance. Jetzt habt ihr keine Chance gegen Magstar. Jetzt zeigt Magstar seinen Vorsprung. Und mit seiner guten Leistungsstufe keine Chance. Schwer zu sagen, ob der Wind stärker oder die Autos schneller werden. Egal, bei dem Wetter würde ich nicht zum Supermarkt fahren und schon gar nicht mit eisbrecherischem Tempo. Also dieser Mann kann ich gut im Radio gebrauchen. Hier, also ich glaube, das wird sicher ziemlich witzig mit dem. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sind schon bei über 300 km/h. Wow. Wow, mein Gott, ey. Alter, das geht... Oh, ja, aufpassen. Okay, jetzt muss ich ein bisschen abbremsen, Leute, weil Live Extreme muss man wirklich genau sein, Leute. Man sollte eigentlich immer genau sein. Egal wo.
Oh, das war ein super Drift, ey. Oh, also. Stille Nacht in diesem kleinen Ort. Überall ist der Geist der Weihnacht zu spüren. Nun, bis jetzt zumindest. Oha. Oh, jetzt darf es mal richtig spannend werden. Oh ja, Mann. Oh ja. Alter, das ist ja richtig nice. In der Runde wollten wir Rennschlitten einsetzen, haben aber nicht genügend Rentiere gefunden. Nicht genügend Rentiere, alles klar. Oh mein Gott, ey. Wie lustig wird das bitte schön noch? Temperaturen kann der zugefrorene Fluss riskant sein. Dieses Jahr zum Glück nicht. Sonst müssten unsere Fahrer von einer nassen Weihnacht träumen. Von einer nassen Weihnachten, alles klar. Ey, das wird einfach immer witziger, ey. Nee, ohne Scheiß jetzt. Seht euch das an. Eine extra Portion Feststimmung. Aber zunächst sollten die Fahrer aufpassen, dass sie sich keine schöne Bescherung einhandeln. Oh mein Gott, okay. Also, dann mache ich mich ja mal richtig gefasst. Okay, Leute, alles klar. Ja, ja, ja. Ja, sehr gut. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, sehr gut. Ey, das ist ja richtig nice. Okay, also das ist auf jeden Fall eine enge Fahrbahn, Leute. Aber das ist wirklich ein richtig geiles Live-Extreme-Series, muss ich wirklich sagen. Und wir haben es geschafft, Leute. So, geschafft. Danke, dass ihr beim Live-Extreme-Series Holiday Special dabei wart. Wir alle wünschen euch, dass euer Fest ebenso wundervoll wird. Wir sehen uns im neuen Jahr, Rennfans, für noch mehr Live-Extreme-Action. Alter, das war einfach genial, super, ey. So, dann haben wir hier noch unsere Liveboxen zum Einsammeln. Sehr schön. Gut. So. Dann tune ich gleich mal, was wir auch immer tunen können. Können wir das... Wir können das Rally-Raid-Fahrzeug tunen, okay. Dann haben wir hier jetzt einmal das Steuergerät und die Aufhängung. So. Ja, Leute, und das war's natürlich auch schon wieder für diese Folge. War natürlich eine richtig super Folge wieder mal, hat mir richtig viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und ich wünsche euch natürlich allen noch einen schönen Abend, Leute, und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute, und tschüss.